Einladungskarten für deinen Geburtstag. Weißt du, wen du einladen möchtest? Nein, noch nicht. Wer sind denn deine Freunde? Ich glaube, ich habe keine. Bist du sicher? Hast du sie schon mal gefragt? Nein. Na, dann mach das mal, Emma. Du kannst die Einladungskarten ja trotzdem schon mal schreiben. Und weißt du aber, wen du einladen möchtest? Ja. Ja, okay. Was haben wir denn erste Stunde? Kannst du das nicht mehr merken? Erste Stunde haben wir Mathe. Dafür gibt's auch ein Hausaufgaben. Guten Morgen, Emma. Brauchst du Hilfe? Hey, nett von dir, das ist total von deiner Seite. Johnny, was machst du denn bei dem Krüppel? Ich häng doch nicht mit der da ab. Moin. Du bist wieder zu spät. Zu spät. Oh, ja. Der wäre eh keiner zu meiner Geburtstag. Das sind die Einladungskarten von Emmas Geburtstag. Was machen die denn im Müll? Bestimmt hat sie keine Freunde. Doch, sie war bei mir und hat mich gefragt, ob ich mal kurz Zeit hätte. Sie war auch bei mir und hat gefragt, ob ich kurz Zeit hätte. Warum war sie nicht bei mir? Ja, du bist ja immer so gemein zu ihr. Deshalb mag ich dich auch nicht. Was macht ihr jetzt mit den Einladungskarten? Lass uns eine Überraschungsparty für Emma planen. Ja, ich verteile die Einladungskarten an euch und Florian gebe ich sie heimlich in der Pause. Geschenk. Ja, typisch Mädchen, immer neugierig. Ich wusste doch schon, der Geburtstagsparty. Apropos Überraschung. Okay. Schaut mal, wer da kommt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was will die denn hier? Die wurde doch gar nicht eingeladen. Ich habe über eure Worte nachgedacht. Und ich glaube, ich habe mich auch falsch Emma gegenüber verhalten. Ich möchte mich ändern. Du wirst dich doch nur einschlemmen, zu dieser Party zu kommen. Herr, nein, seid ihr dumm? Ich meine es wirklich ehrlich. Ich habe ihr ein teures Geschenk mitgebracht. Und das heute hier soll ein Anfang sein. Ja, dann komm. Na, das ist ja eine Überraschung. Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon gedacht, Emma hätte euch die Einladungskarten gar nicht weitergegeben. Ja klar, zwar über Umwege, aber die Geschichte vergessen wir jetzt mal. Na, dann kommt doch herein.